So, hallo, mal wieder bei einem neuen Food Diary von mir. Ich dachte, ich mache mal wieder eins. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich es machen werde. Ich denke mal bis Mittwoch oder vielleicht noch Donnerstag, aber es wird keine ganze Woche. So, ich starte mit meinem Frühstück. Das ist mal eine bedeckte Seele. Ja. So, zum Mittagessen gibt es jetzt erstmal als Vorspeise eine Wonton-Suppe. So, und jetzt als Hauptgang gibt es Sushi gemeinsam mit meiner Mutter. Und dann seht ihr ja so, das ist doppelt, das ist Ding. Und wir teilen uns das irgendwie auf. So, ne? Sagst du? Ja, teilen wir uns auf. Wundervoll. Als Feierabendsnack gibt es jetzt einen Hugo-Krapfen, ja? Den teile ich mir jetzt mit meiner Mutter, da haben wir ein Messer. Und da wird durchgeschnitten, dass halbe halbe ist und das noch ein bisschen fürs Abendessen reinpasst. Ich weiß aber noch gar nicht, was es geben wird, aber das seht ihr dann einfach im Video danach jetzt. Direkt im Anschluss. Yay! Zum Abendessen gibt es jetzt einfach eine Breze und so einen Philadelphia-Frischkäse. So, zum Frühstück gibt es heute ein My Müsli Berry White Choc. Yay, oh, jetzt flackert's wieder. Juhu. Zum Mittagessen gibt es jetzt Gulasch mit Nudeln. Also das Gulasch seht ihr hier so drunter. Juhu. Lecker. Als kleinen Nachmittagssnack gibt es jetzt erstmal einen Latte Macchiato. Und dazu esse ich so ein Cheesecake Dessert. Cheesecake. Cheesecake Dessert mit Himbeeren vom Lidl von den American Weeks. Oh Gott, das sieht jetzt übel schwarz. Ist keine Sorge, es ist nicht so schwarz, wie es da aussieht. Ne? Das sieht jetzt echt heftig aus gerade. Die sind nicht so krass verbrannt. Ein bisschen so hier so, aber nicht so. Okay, egal. Zum Abendessen gibt es jetzt auf jeden Fall diese Dinger vom Lidl. So, sind das 10, 12 Stück oder so. Und dazu noch so eine halbe Laugensemmel. Und ja, das ist jetzt schon kalt. Ich habe das vor 2 Stunden gekocht. Und jetzt esse ich es erst, aber ist egal. Ja, blöd, wenn man kocht und eigentlich noch gar keinen Hunger hat. Daumen nach oben, ne? Und ja. Zum Frühstück gibt es jetzt eine Bierstange und dazu ein wenig Obersteller mit bayerischem Bier. Yay. Mein Mittagessen sieht heute wie folgt aus. Ein Simmentaler Deluxe Burger im Menü mit diesen Potatoes. Also, die sehen auch wirklich aus wie Kartoffeln. Hier seht ihr noch die Schale und so, ne? Dazu Sour Cream Dip und eine Fanta. Und jetzt wundert euch nicht, was das so glänzt. Ich weiß nicht, das klebt. Ich habe schon gesagt, der Burger ist glasiert. Keine Ahnung, was das ist. Das war am Freitag, wo ich ihn gegessen habe, noch nicht. Dann habe ich noch woanders gegessen. Bei einem anderen. Aber egal, solange er schmeckt. Und ja, da ist halt so Fleisch, Simmentaler Rindfleisch und Tomate und Salat und Käsesoße und Röstzwiebeln und hast du nicht gesehen. Und lecker.